Guten Tag, meine Freunde. Hier ist Francesco Ambrui von Crownline Spain in Denia auf die Costa Blanca, Mittel des spanischen Mittelmeerkost. So, heute haben wir ein super, super Boot. Das ist ein gebrauchtes Crownline 236 SC, ein Modell, das sehr bekannt in Deutschland war. Weil der Vorteil gegen den Cruiser, der echte Cruiser, ist, dass man kann übernachten, ja. Aber wenn man in Urlaub nach Kroatien fährt oder nach Italien oder zum Adria oder Gardasee, bei den 250 Cruiser oder 260 Cruiser, 264, wir sind immer auf die Grenze, ja. So hier, wegen dem Gewicht, wir können auch unsere Koffer rein in dem Boot machen. Und wir sind noch legal, um das Boot zu trailern. Das Boot, wie gesagt, ist Modelljahr 2017. Aber zum ersten Mal war das Boot ins Wasser im 2021. Das Boot war ein Rest von Stock. Und das haben wir Ende 2020 verkauft. Und das Boot haben wir geliefert im Frühjahr 2021. So. Sie sehen, wie glänzend der Gelkot ist. Das Boot ist wirklich picobello. Ja, so in Spanien angemeldet. Das Boot liegt in Denia, auf die Costa Blanca, wie gesagt. Hier sehen Sie, dass wir haben Sea-Deck auf die Badeplattform. Wir haben Sea-Deck auch auf die Ecke im Cockpit. Und ganz besonders, wir haben auch vorne. Ja, so für diese, die das Modell gut kennen. Ihr seht, dass der Balkon im Bug ist etwas höher als den Standard. Das war wegen Sicherheit. Die wollten nicht rutschen und die wollten den Balkon als Sicherheit benutzen. So, das ist etwas höher wie auf den 236. Alles mit Edelstahl hier gebaut. Bimini-Top. Das Boot hat auch die Vorheck- und Seitenteile. Hier ist die Komplettinstrumente mit Echolot, mit GPS-Plotter. Den Sandpad. Haben wir auch die Ankerbinder, elektrische Ankerbinder. Und hier sehen Sie auch, ja, den Sea-Deck und dass der Balkon am Bug ist etwas höher als den standardmäßig, ja. So, wie gesagt, das Boot hat kaum 30 Stunden, Betriebsstunden im Motor. Ist wirklich eine gute Opportunität, um ein fast neues Boot zu bekommen. Aber natürlich auch auf ein ganz billiges Preis, ja. So, bitte, wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns.